Der Blitztransfer vom FC Bayern München bezüglich Brian Saragossa, dem Jetzt-Coman-Nachfolger, ist offiziell. Der Spieler wird heute Morgen noch nach München reisen und seinen Vertrag schon vorzeitig antreten. Er wäre ja sowieso zum Sommer gekommen. Jetzt wechselt er schon in diesem Winter nach München aufgrund der Verletzung von Kingsley Coman. Zudem ist ja heute der Deadline-Day. Ihr kriegt heute einige Videos von mir und jetzt gucken wir uns schon mal ein paar Transfers an, die jetzt schon fix sind. Unter anderem Mo Dahoud. Er steht wohl tatsächlich vor einer Rückkehr in die Bundesliga. Er wird zu VfB Stuttgart wechseln. Eine Leihe von Brighton wird da wohl bald fix sein. Zudem ist es mittlerweile offiziell gemacht. Amiri verlässt Leverkusen und wechselt nach Mainz. Reina verlässt Borussia Dortmund und geht nach England. Es gibt auch einen Transfer rund um Kevin Behrens zu vermelden. Das und noch mehr Themen jetzt hier in diesem Video. Vorab wie immer, lasst ein Like auf das Video da und auch ein Abo auf den Kanal, um nichts mehr zu verpassen. Aber damit gehen wir rein und das erste Thema ist, soll ein Bayern-Transfer sein. Ein Bayern-Transfer, der jetzt fix gemacht wurde. Es ist offiziell bestätigt. Fabrizio Romano hat es bestätigt. Die Bayern werden es in Kürze bestätigen. Brian Saragossa, er wechselt nicht erst im kommenden Sommer zu den Münchern. Nein, er kommt jetzt schon sofort. Diesen Deal hat man mittlerweile fix gemacht. Da waren jetzt lange Verhandlungen nötig. Ja, unter anderem ging es eben um die zusätzliche Ablöse im Sommer. Da hat man sich auf eine Ablöse zwischen 12 und 14 Millionen Euro, je eben wie die Boni ausfallen, gezahlt. Es war klar, da wird eine Extrasumme oben drauf kommen, wenn er eben sofort in Richtung München wechseln würde. Sein Club Granada, die wollten so 6 Millionen Euro haben. Das war eine Summe, war der FC Bayern München einfach nicht bereit zu zahlen. Sie wollten ihn holen, weil eben Kingsley Coman schwer verletzt ist. Er wird für 2 bis 3 Monate ausfallen und auch bei Serge Gnabry, er wird wohl erst frühestens Anfang März wieder ins Teamtraining und damit auch in die Pflichtspiele einsteigen können. Man wäre den kompletten Februar ohne einen echten Flügelflitzer gewesen. Ein Zustand, den man bei den Bayern nicht haben wollte. Und genau deswegen hat man diese Verhandlungen begonnen. Und jetzt gab es eben einen Durchbruch in den Verhandlungen. Die Bayern werden wohl tatsächlich eine zusätzliche Ablösesumme in Höhe von 3 bis 4 Millionen Euro zahlen. Da, wenn man sich jetzt mal die Summe von 12 Millionen Euro, die man insgesamt zahlt, anguckt, ist das doch schon eine ganze Menge. Ein Drittel mehr, ein Viertel mehr. Das ist schon eine ganze Menge. Eine gute Extrasumme. Man kommt jetzt hier insgesamt auf 16 bis möglicherweise 18 Millionen Euro. Das ist eine ganze Menge, was die Bayern sich jetzt den Spieler kosten lassen. Es ist wohl auch im Sinne des Spielers, denn er hat auch jetzt mehr oder weniger auf einen Wechsel gedrängt. Genau das soll eben jetzt auch dazu geführt haben, dass Granada nachgegeben hat. Er soll den Verantwortlichen bei Granada deutlich gesagt haben, dass er jetzt gerne sofort zu den Bayern wechseln möchte. Er möchte diese Chance wahrnehmen. Er möchte seinem zukünftigen Club helfen und genau das wird jetzt passieren. Und wie jetzt Fabrizio Romano berichtet, ist Brian Saragossa, vielleicht habt ihr es alle schon mitbekommen, mittlerweile gelandet. Ich nehme das Video gerade hier quasi in der Nacht auf Donnerstag auf. Ihr solltet jetzt eigentlich mittlerweile einen Flieger gesehen haben, der um 7.59 Uhr am Flughafen Oberpfaffenhofen gelandet ist. Dort soll ein Flugzeug aus Malaga landen und da soll Brian Saragossa drinnen sitzen und dann sollte der Transfer noch heute verkündet werden und er würde dann wohl auch schon heute am Donnerstag im ersten Bayern-Training daran teilnehmen und wäre dann theoretisch schon am Wochenende verfügbar. Fragt sich natürlich, ob man ihn direkt einsetzen würde. Ich bin mal gespannt, gerade auch bei Sacha Boye sah es jetzt ja wirklich so aus, dass man ihn möglicherweise am Wochenende schon spielen lässt. Das bedeutet aber, dass natürlich jetzt auch die Verhandlungen rund um Steven Bergwijn wohl tatsächlich beendet wurden. Sein Berater, der hat gestern noch die Gespräche bestätigt, die Bayern waren wohl wirklich an ihm dran. Es hat Gespräche gegeben, man hat die Situation von Bergwijn geprüft, man hat eine gute Beziehung zu den Bayern. Ein Transfer wäre aber nur dann möglich gewesen, wenn eben auch Ajax Amsterdam mitgespielt hätte. Und die Bayern, sie wollten, wenn dann eher wohl eine Leihe von Bergwijn, denn man wusste, Saragossa kommt im Sommer. Wenn man jetzt auch noch Bergwijn fest verpflichten würde, dann hätte man im Sommer einfach zu viele Flügelspieler. Zu viele Flügelspieler würde eben auch in so eine gewisse Unzufriedenheit münden und das wollte man eben nicht. Man wollte Bergwijn nur ausleihen und da hat Ajax Amsterdam wohl genau gesagt, nein, das möchten wir definitiv nicht. Wenn Bergwijn den Verein verlässt, dann nur für einen Transfer. Aber das ist jetzt alles egal, denn mittlerweile ist klar, Brian Saragossa wird kommen und damit ist der Transfer fix. Und damit kommen wir auch schon zum nächsten Thema. Das ist Mo Dahoud.
Er steht wohl kurz vor einer Rückkehr in die Bundesliga, denn in der Premier League, da läuft es für ihn nicht rund. Seit seinem Wechsel zu Brighton Hove Albion, da kam er mittlerweile nur auf 9 Premier League Einsätze. Das ist sehr, sehr wenig. Jetzt hat er sich dort auch noch eine 3-Sperre-Spiele abgeholt, nachdem er jemandem so ein bisschen unglücklich auf die Wade getreten ist. Und er möchte wohl jetzt zurück in die Bundesliga. Er möchte das Kapitel Premier League hinter sich lassen. Und es geht da jetzt wohl anscheinend in Richtung VfB Stuttgart. Es ist jetzt mehr oder weniger fast schon nur noch Formsache. Der Spieler ist gestern in Stuttgart gelandet. Er wird dort wohl einen Leihvertrag unterschreiben. Und das wohl tatsächlich auf Drängen vom VfB-Coach Sebastian Hoeneß hin. Er wollte den 28-jährigen Mittelfeldspieler unbedingt haben. Und so konnte man sich mit Brighton wohl auf eine Leihe bis zum Sommer einigen. Plus eine Kaufoption, die wohl, ich sage mal, circa knapp unter 10 Millionen Euro liegen soll. Das ist eine Summe, die würde ich sagen, ist auf jeden Fall für Moderhut noch in Ordnung. Deutlich günstiger, als man jetzt, denke ich mal, im ersten Moment gedacht hätte. Und das wäre natürlich schon eine schöne Story, wenn Moderhut hier wieder zurückkehren würde. Damals bei Dortmund hat er eigentlich meiner Meinung nach gar keine so schlechten Leistungen gezeigt. Von daher ist das, denke ich, ein Transfer, der sich sehen lässt. Giovanni Reyna, er wird Borussia Dortmund verlassen. Zumindest mal zeitweise, denn der Offensivspieler, er heuert jetzt bei Nottingham Forest an, wechselt per Laie zumindest mal für ein halbes Jahr dorthin. Für den Rest der Saison wird er in der Premier League spielen, wird da für Nottingham Forest auflaufen. Ziel ist ganz klar, er soll mehr Spielzeit bekommen. Bei Borussia Dortmund ist er nach der Verpflichtung von Jadon Sancho halt nicht mal so wirklich gefragt. Aber man plant langfristig immer noch mit dem US-Amerikaner, denn man hat zeitgleich auch noch tatsächlich seinen Vertrag um ein weiteres Jahr bis 2026 verlängert. Das bedeutet letztendlich, man plant langfristig mit dem 21-Jährigen. Man will ihm einfach nur mehr Spielzeit gönnen. Bei Nottingham Forest soll er die bekommen und dann soll er gestärkt zurückkehren. Er gilt mehr oder weniger als Nachfolger von Marco Reus, denn der wird ja aller Voraussicht nach im Sommer auch Borussia Dortmund verlassen. Also eine schöne Wendung für Gio Reyna. Ich bin mal gespannt, ob wir da vielleicht auch nochmal etwas zu vermelden können, wie es dann im Sommer weitergeht. Einen weiteren offiziellen Transfer, den wir jetzt tatsächlich jetzt vermelden können. Das ist der Transfer von Amiri. Er geht zu Mainz. Er wird auf jeden Fall jetzt für Mainz 05 spielen. Er unterschreibt dort bis 2026. Die Ablösesumme soll bei 1,5 Millionen Euro liegen. Er hat ja bei Leverkusen wirklich keine große Rolle mehr gespielt, außer jetzt mal im letzten Spiel. Da hat er auch mal ganz gute Leistungen gezeigt. War gar nicht mal so schlecht. Aber er hat natürlich auch große Konkurrenz im Team von Xabi Alonso gehabt. Ein Andrich hatte im Mittelfeld die Nase vor ihm vorne gehabt. Ein Palacios sowieso und ein Xhaka Alemar. Von daher hatte er eigentlich gar keine richtigen Chancen. Jetzt war für ihn klar, er möchte wohl nochmal zu einem Verein in der Bundesliga wechseln, wo er einfach deutlich mehr spielt, und 1,5 Millionen Euro ist für ein halbes Jahr Restvertrag vollkommen in Ordnung, wenn man überlegt, dass damals Leverkusen 9 Millionen Euro in 2019 für ihn auf den Tisch gelegt hat, um ihn von Hoffenheim zu holen. Kommen wir noch zu einem weiteren fixen Transfer, der ist auch mittlerweile offiziell vermeldet. Kevin Behrens, der vermutlich mit dem besten Saisonstart in 2 Spielen 4 Tore gemacht, der 32-Jährige, sein Vertrag wäre sowieso im Sommer ausgelaufen, jetzt heuert er bei VfL Wolfsburg an. Die Eisernen kassieren eine Ablöse in Höhe von 2,5 bis 3,5 Millionen Euro und das ist, denke ich, ein Transfer, der macht auch aller Meinung nach Sinn. In der aktuellen Saison, da hat Behrens sehr, sehr stark begonnen und auch wieder sehr, sehr stark nachgelassen. Jetzt ist er so ein bisschen hinten angeblieben, kam nicht mehr zu vielen Einsätzen bei Union Berlin. Jetzt hat er mittlerweile bei Wolfsburg unterschrieben, soll dort auch so ein bisschen mehr Offensivgeist bringen. Mit der Nummer 17 wird er jetzt voraussichtlich dort auflaufen. Von daher ist das, denke ich, für alle Seiten ein super Geschäft und ich bin sehr gespannt, ob Behrens wieder in seine Prime kommen kann. Wenn er in den nächsten 2 Bundesligaspielen wieder für Hütten macht, dann wäre das natürlich auf jeden Fall ein Transfer, der sich wahrscheinlich jetzt schon gelohnt hat. Was sind eure Meinungen zu diesen Transfers? Ich bin gespannt. Wir werden uns heute auf jeden Fall noch hier auf dem Kanal hören. Der Deadline Day, er läuft und läuft und läuft und ich bin sehr gespannt, was wir noch so vermelden können. Das war's von mir. Bis dann, Leute. Ciao.